Nach dem Sturz standen wir beide natürlich ziemlich unter Schock, sind erstmal von dem Platz runtergegangen. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Heute werde ich euch Turnierbericht erstatten. Ich war nämlich vor knapp 2 Wochen auf dem Turnier in Lindlar und da das erste Springen schon um 8 Uhr morgens angefangen hat, hatte ich am Vorabend schon mal den Anhänger gepackt, angehangen und so weiter, also alle Vorbereitungen getroffen, die irgendwie möglich waren, damit wir am Morgen gut und schnell starten können. Das erste Springen, was anstand, war für Peppa gedacht, ein L-Springen. Sie war beim Abreiten wirklich super drauf und hat mir einen guten Eindruck vermittelt. Dann im Springen selbst habe ich schon bei den ersten Sprüngen gemerkt, okay, wir kommen gut hin, aber so der letzte Schwung fehlt irgendwie noch. Das hat sich dann auch in der Kombination gerecht. Da haben wir nämlich anstatt 2, 3 Galoppsprünge gemacht. Da hat Peppa echt nochmal ihre ganze Qualität ausgepackt. Ich weiß nicht, wie sie überhaupt über den Sprung gekommen ist. Also da hat sie wirklich Notflügel, Not alles rausfliegen lassen, damit sie irgendwie noch da drüber fliegt. Also keine Ahnung, wie sie das gemacht hat, aber ja, hat sie auf jeden Fall gerettet. Und der Rest des Parcours war dann irgendwie noch komplett verkorkst. Und ja, ich hatte echt nicht so ein gutes Gefühl, als ich aus dem Springen rausgeritten war. Ich hatte auch noch einen neuen Helm ausprobiert. Der war mir irgendwie zu groß, ist dann immer runtergerutscht, den musste ich dann wieder richten. Und ja, es war echt nicht so unser Glanzauftritt, muss ich sagen. Dann hatte ich mit meinem Trainer telefoniert und gefragt, ob ich das M-Springen im Anschluss überhaupt noch reiten soll. Und der sagte, ja, aber streng dich an und halt Rhythmus und achte darauf, dass dir das in der Kombination nicht nochmal passiert, weil im M-Springen kann die dich dann vielleicht nicht mehr so einfach retten. Für Oberrat ist der Wiesenbach und Pepper Juicy B. 57. Und ja, gesagt, getan. Dann sind wir auf den Vorbereitungsplatz gegangen. Da hat sie auch wieder so gute Sprünge rausgelassen und mir so ein gutes Gefühl gegeben. Und die war auch noch kein bisschen müde oder so. Im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, die war im zweiten Springen noch spritziger als im ersten. Und ja, im Parcours selber habe ich es dann noch geschafft, das Tempo zu halten, die Distanzen dementsprechend, weil so die letzte Kontrolle irgendwie fehlt, noch nicht so ganz gut. Aber sie hat mir wirklich ein super Gefühl vermittelt und hat das ganz toll mit 0 Fehler nach Hause gesprungen und dabei letztendlich auch eine Platzierung bekommen. Also das war auch erst ihr viertes M-Springen und das dann so zu meistern, war wirklich richtig, richtig gut von ihr. In demselben Springen ist auch Bonami an den Start gegangen. Das Springen war als Einlaufspringen für das nachfolgende S-Springen für sie gedacht. Und das war wirklich eine super easy, tolle Runde. Also einfacher hätte das Pferd es mir nicht machen können. Es war so schön, sie da durchzureiten. Sie hat so toll mitgemacht, war noch richtig, richtig schnell und hatten ganz ärgerlicherweise am letzten Sprung noch einen Fehler. Aber so ist das halt. Und da es für mich persönlich nur als Einlaufspringen gedacht war, war ich auch nicht zu enttäuscht, weil der Rest der Runde war halt wirklich spitzenmäßig. Dann hatten wir in der Zwischenzeit noch ein bisschen Zeit, weil zwischen dem M-Springen und dem nachfolgenden S-Springen war noch ein weiteres Springen. Es war ganz gut, da konnte Bonami ein bisschen trinken, futtern und so weiter und noch mal ein bisschen Kraft tanken. Ich hatte diesmal wirklich super viel Zeit und Ruhe und konnte alles ganz entspannt machen. Hier seht ihr auch das erste Mal meinen neuen Sattel. Ich habe euch nämlich in einem Video erzählt, dass ich einen neuen Sattel gesucht und auch gefunden habe. Es ist der Prestige X Meredith geworden und ja, ich muss sagen, ich bin mega zufrieden damit. Ich komme super überm Sprung mit. Das war ja so ein bisschen meine Problematik. Ich blende euch das hier auch nochmal ein, das Video. Dann könnt ihr gerne nochmal nachsehen. Meine Wünsche wurden dahingehend erfüllt und konnten auch in der Praxis, ich konnte jetzt schon ein bisschen ausprobieren, umgesetzt werden. Und ja, dann habe ich mich noch fertig gemacht und dann ging es auch schon zum Warmreiten. Sie ist wirklich super gut gesprungen, hat mir ein ganz, ganz tolles Gefühl gegeben und ich war wirklich sehr guter Dinge, dass wir das gut meistern würden. Allerdings kam es dann ein bisschen anders. Wir sind in den Parcours reingeritten und naja, wir sind nicht so weit gekommen, ich sag mal so. Dann zum ersten Sprung hin hat sie irgendwie nicht so gezogen, wie sie normalerweise zog. Da war ich ein bisschen irritiert, habe Bein gegeben, aber gleichzeitig keine Spannung im Pferd gehalten. Dann hat die Distanz auch nicht mehr gestimmt. Und Bonami sprang vorne ab, ist aber hinten nicht mehr abgefußt und wir haben leider den ganzen Sprung mitgenommen. Nach dem Sturz standen wir beide natürlich ziemlich unter Schock, sind erstmal von dem Platz runtergegangen und haben Bonami von ihrem Sattelzeug befreit, die Beine, so gut es ging, abgekühlt, schon vor Ort noch auf dem Turnier, bevor wir dann heimgefahren sind. Zu Hause haben wir das Ganze natürlich auch nochmal weiter abgespritzt. Und die ersten 3 Tage sah es dann super gut aus. Sie hatte wirklich
nichts. Also ist ganz normal gelaufen. Ich habe sie eben am Schritttrab hoch und runter geführt, um eben zu gucken, wie sie läuft. Und da war nichts ersichtlich. Dann am dritten Tag wollte ich sie das erste Mal wieder leicht arbeiten. Und da war sie dann leider lahm. Und das Bein war ziemlich geschwollen. Nicht mal das, auf das sie gefallen war, sondern das andere. Da muss sie eine Stange zwischen die Beine bekommen haben. Glücklicherweise ist aber nichts gebrochen, sondern sie hat nur eine Schwellung. Das Ganze wird momentan tierärztlich behandelt und sie ist auch schon auf dem Weg der Besserung. Ich bin ganz guter Dinge, dass ich sie nächste Woche wieder anfangen kann zu reiten. Und dann werden wir uns erstmal ganz langsam wieder ins Turniergeschehen einschleichen und Vertrauen aufbauen und dann gucken wir mal, wie weit wir dieses Jahr noch kommen. Aber da mache ich mir gar keinen Stress. Ich bin erstmal froh, dass wir beide so glimpflich davon gekommen sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt mehr Glück beim Reiten als wir an diesem Tag. Bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video wieder.